Am gestrigen Samstag musste Rot-Weiß Essen im Niederrhein-Pokal gegen den Oberligisten VfB Hilden ran. Neben der aktiven Szene von RWE fanden sich auch ein paar weitere Fans in Hilden ein, sodass letztendlich gut 2000 Anhänger der Pokalpartie beiwohnten. Dabei ist zu erwähnen, dass Hilden ein Vorort von Düsseldorf ist und auch ab und zu immer wieder mal Fortuna-Fans dort vorbeischauen. So sollte es auch gestern geschehen, als mehreren Berichten nach zu urteilen eine in etwa 20-köpfige Düsseldorfer Truppe beim Spiel aufschlug, um sich den Essener Haufen einmal genauer anzusehen. Da dies jedoch bereits während des Spiels von einzelnen Gästen ausgemacht werden konnte, kam es, wie es kommen musste. 20 Minuten nach Abpfiff gab es seitlich der Tartanrennbahn die erste kurze Geste der Fortuna-Fans hinter einem Bauzaun, sodass nun mehrere Essener über ihr Geländer sprangen und entgegenkamen. Nachdem zunächst zwei Polizeibeamte versuchten, dazwischen zu funken, trat Düsseldorf vorerst den Rückwärtsgang ein, ehe einzelne RWE-Fans noch hinterhergingen. Aus den Tumulten war nicht auszumachen, ob es direkten Kontakt zwischen Einzelpersonen beider Lager gab. Nach einer aufregenden Minute kamen dann Polizisten mit Hunden von der Seite herbei und sorgten dafür, dass sich beide Seiten wieder voneinander trennten. Fraglich bleibt, was der kleine Haufen der undercover anwesenden Fortuna-Fans wirklich vorhatte, wenn es denn nach den ersten kleinen Pöblern direkt in den Rückwärtsgang ging. Meine Lohn,